Ja, wenn du es dir verdient hast. Wir extrahieren mal die Knochen. Und die Knochen. Wir haben leider nicht genug. Wir können leider nicht mehr tragen. Wir müssen das neu aufsammeln, wenn wir Sachen bekommen. Aber ich will nicht alles wegwerfen, wenn ich bin. Also nicht alles extrahieren. Ja, auch eine Metallplatte. Was sollen wir denn damit? So, jetzt ist die Frage: Kann ich das irgendwie hochziehen oder so? Wenn ich da jetzt raufspringe, dann falle ich doch auf den Boden danach. Da komme ich doch niemals runter, ohne zu sterben. Nee, ich kann da niemals wieder hoch. Das geht nicht. Vielleicht kann ich irgendwie. Ja, ich weiß auch nicht. Ich komme da auf jeden Fall nicht mehr hoch. Vielleicht brauche ich irgendwas dafür. Irgendwie ein Seil oder so, eine Ausrüstung. Hier ist nichts. Truhe. Oh, Nektar, schon wieder. Steht da? Das bevorzugte Getränk von Weltenwandlern, ihre Verwandten und den Fae. Nektar wird ihren Körper vorübergehend mit neuer Stärke und Lebenskraft erfüllen. Sehr cool. Wir kriegen hier richtig viel Gutes gerade. Wir haben ein richtiges Festmahl heute Abend vor uns. Also da hat die Nachricht eben schon recht gehabt. Wir können heute feiern. Endlich mal wieder ein Bankett. Obwohl ich nicht weiß, wie gut dieses Fleisch ist. Weil das da ewig rumlag. Ey, da sind auch so Barren. Ich will die haben, aber da komme ich doch niemals hin. Moment. Ich muss sowieso erstmal wieder irgendwie die Kilos loswerden. Also ich bin unsicher. Ich will eigentlich nichts wegwerfen. Keine Stapeln? Nein, kann ich nicht. Aber ich kann halt auch die Sachen nicht bei mir behalten. Es geht halt einfach nicht. Ich weiß, wir sind schwer, okay? Ich weiß es, aber. Ich will nichts wegwerfen. Vor allem diese ganzen Sachen, wir werden die ja bestimmt brauchen, ne? Fell, Leder, Erz. Aber wahrscheinlich können wir das Erz wegwerfen. Fürs Erste. Wir finden das bestimmt nochmal wieder. Das kriegen wir bestimmt nochmal wieder, das Erz. Ist das ein Hut? Ein Schirm! Oh Gott, was regnet? Kann ich ihn ausrüsten? Oh, auf 9. Im Schirm! Yay! Ich habe einen Schirm! Was war das? Oh mein Gott, ich kann fliegen? Ich musste nur noch mal Space drücken. Ich kann fliegen? Ey, ich kann unten hin. Da oben komme ich nicht hin, aber ich kann unten. Ich kann mir die Barren holen! Die Barren! Oh mein Gott. Moment, war das hier? Nein, es war eine unter. Barren! Bitte! Werde nicht zu nass, ich muss euch mitnehmen, obwohl ich dann wahrscheinlich zu schwer bin, um irgendwas anderes zu machen. Warte schon. Oh mein Gott, ich kann auf die Barren. Ich kann auf die Barren. Yes! Bitte sei nicht zu schwer. Wir sind nicht zu schwer. Und Space? Oh mein Gott, wir sind Mary Poppins geworden. Ja, wir sehen sogar. Wenn wir jetzt unser Kleid anziehen und diese Frisur, die wir haben, da sehen wir aus wie Mary Poppins. Wir sind einfach Mary Poppins und blond. Das ist so cool. So ein kleiner Regenschirm. Oh, ich dachte gerade, da wäre ein Regenbogen. Das war nur ein Wolkenstück. Wir haben so einen kleinen Regenschirm. Das ist super cool. Oh, hallo Monster. Ich will jetzt diesmal nicht kämpfen. Okay, wenn du Stress willst, dann. Also einmal wollte ich deine Art verschonen. So nicht. Einstechen. Guck mal, die sind auch feindlich. Ich wehre mich nur, okay? Ich kann dafür gar nichts, dass sie so feindlich unterwegs sind. Das ist eine Frechheit. Oh, mir wird kalt bei dem Regen. Ich weiß, das ist dumm, aber mir wird kalt bei dem Regen. So, wir haben dieses komische Abzeichen unten ausgerüstet, ne? Wie man sieht. Ach, das ist Gleiten. Mit F. Ah, ich kann auch einfach F drücken. Perfekt. Hast du gesehen? Wir können ausweichen. Wir können ausweichen. Es kostet aber ganz schön viel. Kostet ein 14. Damit können wir leben. Was ist das hier eigentlich? Oh, ein Monster und ein Zettel und. Ah, oh, eine Portalmaschine. Okay. Du greifst nicht hin? Okay, du jagst. Das ist in Ordnung. Ausnahmsweise lasse ich es mal. Von Fragezeichen. Das sind also die legendären Welten, von denen ich so viel gehört habe, die ich so viele Jahre lang studiert habe. Doch noch nie zuvor habe ich sie selbst betreten.
Ihre Schönheit ist atemberaubend. Leben umgibt mich, ich kann die Vögel singen hören, wo zuvor die Stille eines verschwundenen Volkes herrschte. Es gibt keinerlei Anzeichen für andere Leute. Doch auch die Blässe ist nicht zu sehen. Oh, mein... Ey, ich wollte lesen! Also genau deswegen bringe ich alles um, was ich sehe von euch. Genau deswegen! Mein Text! Du hast meinen Text ruiniert! Ich war gerade voll drin in meinem Lesen. Ich hätte ihn mal direkt umbringen sollen. Der Text ist weg. Wir haben bestimmt irgendwo einen Kodex, aber ich sehe das jetzt nicht ein. So, wir sollen ja das Portal machen, aber ich will nicht. Wir hatten da noch einen anderen Turm, oder? Ja, da. Ich will noch zum anderen Turm gehen. Da ist irgendwas Cooles oben drauf. Ich will sehen, was es ist. Und wir gleiten nach unten. Oh, ich finde das ja... Habt ihr das gesehen? Moment. Was dauert? Achtet mal auf ihre Beine. Die macht die, wenn man kurz vorm Landen ist, ein bisschen hoch. Ist ja putzig. So als kleine Landestellung. Oh, das, solche Details sind toll. Das sind die besten. Und hopp. Und hopp. Und hopp. Hier, jetzt sieht man es nochmal. Ah ne, das hat man nicht so gut gesehen. Ah da, man hat... Ah, da war ein Ast im Weg, aber man hat es durch den Ast, glaube ich, gesehen. Komm her, diesmal bringe ich dich um. Diesmal bringe ich dich um! Frechheit. Ey! Nicht in die Ecke rutschen, ja? Ich brauch dich noch. Ich brauch deine Leiche. Knochen liegen lassen. So, erstmal unten umgucken. Also, es ist quasi derselbe Turm. Was ist das? Hä? Ach! Oh! Die hätte ich gar nicht gesehen, hätte mir das nicht angezeigt. Ist hier noch was? Also, ich frage mich, was diese Türme mal waren. Also, wir wissen ja, dass das alles für uns unbekannte Welten sind. Aber hier muss es ja irgendein anderes Volk gegeben haben, für den diese Welt nicht unbekannt ist und die hier diese ganzen Sachen aufgebaut haben. Außer es gab vor uns noch Menschen hier. Ich meine, wir wissen, dass hier welche waren anhand der Zettel. Aber man merkt auch, dass die Leute immer nur auf Durchreise waren und keine Ahnung hatten. Ich glaube nicht, dass man mal auf Durchreise ist, dass man sich solche komischen Türme aufbaut statt Kolonien oder statt irgendwelchen einfachen Häusern oder sowas. Nichts wurde aufgebaut, außer halt diese Türme. Und ich denke mal, die existierten entweder vorher schon oder es war, hat irgendwas zu tun gehabt mit... Oh, das ist eine triste... irgendwas zu tun gehabt mit der Umgebung. Ach Mann, ich will nicht alles kaputt machen müssen. Ärztin, ja, das kriegen wir bestimmt auch nochmal wieder. Das sehe ich jetzt gar nicht ein. Noch irgendwas? Den Rest will ich nicht wegwerfen, wenn ich ehrlich bin. Da gehen wir gleich hin. Erstmal wieder weiter nach oben, bevor ich nach unten springe. Da hinten ist auch nichts, oder? Ich glaube nicht. Ich würde mir gerne einfach den Ballons klauen, ganz ehrlich. Einfach nach oben fliegen. Wer weiß, was uns da erwartet. Vielleicht ist da ja nichts. Nichts Verkehrtes. Nichts Schlimmes. Wie kann ich den Regenschirm... wie kann ich den Schirm eigentlich wieder loswerden? Irgendwie geht das nicht. Ich behalte es einfach in der Hand. Wäre schön, den einmal wegzulegen, auch wenn ich ihn cool finde. Hier ist nirgendwo Loot. Leider kein Loot. Ah, eine Kiste. Ach, erstmal Stoff. Ach, jetzt sind sie schon wieder am Rumstöhnen, weil wir zu viel tragen. Eine Stärkekarte. Spielen Sie diese Karte, um Ihre Stärke und Tragekapazität auf Kosten der Robustheit Ihrer Werkzeuge und Kleidung zu erhöhen. Also man kriegt immer ein positives und dann negative dazu. Okay, das heben wir uns auf. Spielen Sie diese Karte, um die Wirkung von Mahlzeiten und Ruhepausen zu verlängern, langsamer müde zu werden und schneller Ihre Ausdauer wiederherzustellen. Wenige Dinge treiben die Siedler der Welten so sehr zur Verzweiflung wie schlechte Mahlzeiten und ein hartes Bett. Mit dieser Karte brauchen Sie sich keine Sorgen um mangelnde Gemütlichkeit machen. Falls wir das mal brauchen. Wir werden es bestimmt brauchen, aber wir sparen uns das auf. Mal sehen. Ich weiß ja nicht, wie lange das... Also man kann die Karten ja spielen, aber man kann ja... Man hat ja gesehen, man kann nur zwei spielen. Zurzeit noch ein Regenschirm. Okay.
Also man hat ja gesehen, man kann nur zwei spielen. Ich weiß nicht, wie ich darauf kommen soll. Und das, dann müssen wir uns ja jedes Mal entscheiden. Und ich frage mich, ob wir oft das Biom wechseln müssen. Weil ich würde eigentlich gerne auch irgendwo eine Base aufbauen. Was ist das? Faden. Holz und noch ein Talisman. Weil ich würde halt auch gerne einfach noch ein paar Sachen aufbauen können. Ein paar, wie heißt das? Genau, ein Gebäude oder ein Schloss oder sowas. Vielleicht sollten wir ein Adelshaus aufbauen für unsere Tante hier. Die kommt ja aus einem Adelshaushalt. Das war ein weiter unten, ne? Ja, das war ein weiter unten. Wir müssen da eigentlich irgendwas wegwerfen, sonst können wir nicht die Truhe anspringen. Weil wir können nicht springen, wenn wir so zu schwer sind. Leider. Ah, oh, dass man jetzt schon diese Schwierigkeitsprobleme hat, das ist ein bisschen ärgerlich, wenn ich ehrlich bin. Wir essen einfach mal noch was. Ein bisschen Gewicht wegnimmt. Ja, ich weiß nicht. Also wir können hier raufspringen, aber ob ich runterkomme, ist halt eine Sache. Ich glaube nicht, dass ich schweben kann. Nee, ich kann nicht schweben so. Oh Gott, und jetzt gibst du mir auch noch Ziegelsteine? Das Keramikding nehme ich. Und, episch. Infusion der Bossheit. Nahkampfschaden. Durchtränken Sie die Ausrüstung mit dieser Infusion, um erhöhten Nahkampfschaden zu erlangen. Stark und pulsierend, voller Zorn über lange zurückliegende Missetaten. Ein winziger Splitter dieses uralten Zorns lodern bis in alle Ewigkeit. Aber das müssen wir uns aufsparen, falls wir mal eine richtig geile Rüstung haben, die wir für immer benutzen. So, jetzt ist die Frage, wie komme ich wieder runter? Okay. Ich kann Zinnbarren wegwerfen, aber irgendwie will ich das nicht. Leder. Vielleicht. Ich weiß es nicht. Wir können das Fell wegwerfen. Das können wir schnell wieder sammeln. Aber wir haben kaum mehr. Wir können auch einen von den Regenschirmen kaputt machen. Weil wir haben einen schon. Wir brauchen nicht zwei. Und jetzt können wir auch wieder. Okay, nach unten. Und. Ich muss es ausgerüstet haben, damit es funktioniert. Ich dachte, das ist einfach so. Ich springe runter und sie holt automatisch den Gleiter raus. Das war nicht der Fall. Sie ist einfach gesprungen. Bitte einmal. Einmal hast du diesen verdammten Gleiter nicht in deiner Hand. Genau dann springe ich irgendwo runter. Jetzt ist mein Bein gebrochen. Wie lange hält das an? Ihr Bewegungstempo ist verlangsamt und sie können nicht laufen, springen oder ausweichen. Oh Gott. Bei einem Sturz aus großer Höhe haben sie sich das Bein gebrochen. Bis es verheilt, wird die Fortbewegung eine Herausforderung sein. Oh Gott, wie lange dauert das? Ich muss doch bald noch kämpfen. Ach, verdammter Regenschirm. Da denke ich einmal nicht dran und direkt kriege ich Karma. Immer dieses Karma. Naja, wir können es als kleinen Spaziergang nehmen, oder? Kleine Gelegenheit, uns die ganze Welt hier anzugucken. Wollten wir ja eh. Ich brauche zwar ein bisschen jetzt, um hin und her zu kommen, weil man sieht unten, das ist ziemlich langsam mit dem Ablaufen. Aber das passt schon. Spaziergänge sind immer gut für die Gesundheit. Oh, da oben ist das Portal. Waren wir da eigentlich? Ja, das ist das Portal, wo wir waren. Ich glaube, so viel zu erkunden gibt es auch nicht. Bis dahin ist es bestimmt nicht wieder vorbei. Ja, wir können angreifen. Aber ich weiß nicht, was aus dem Portal rauskommt. Also will ich das lieber nicht wagen. Sollten warten, bis es besser ist. Gott, dass ich auch nicht springen kann. Ist doch nur ein Bein gebrochen. Kannst du dich mal nicht so anstellen? Einfach ein bisschen auf einem Bein hüpfen, okay? Das andere ist bestimmt okay. Ich habe mir nicht beide Beine gebrochen. Und du kannst ja noch gehen. Sieh dir das an. Du gehst doch auf Zehenspitzen. So schlimm kann es doch gar nicht sein. Was auch immer das da hinter mir ist. Oh mein Gott, hab mich erschrocken. Ich wollte gerade sagen, greif mich bitte nicht an. Okay, es war einfacher als erwartet. Und jetzt kann ich wieder nicht. Okay, kann ich einfach eins von den Fleischdingern wegwerfen? Wie viel Fleisch habe ich denn noch zu essen? Wie viel Fleisch ist das? Das ist eins, oder was? Nee, das sind zwei. Das sind 18. Puh, wir extrahieren mal die zwei. War blöd, aber wenn wir noch so viel Fleisch übrig haben. Wir können ja einfach das hier ausnutzen und ein Lagerfeuer hinbauen und einfach Fleisch kochen. Dann müssen wir später nicht machen. Uns fehlen Steine. Uns fehlen Steine. Ich brauche Steine. Gut, dass es die hier gibt. So. Oh.
Sind zu groß, richtig? Ja, ich habe Sandstein aufgesammelt. Okay, dann halt extrahieren. Dass ich die nicht zerkleinern kann, ärgert mich ein bisschen. Muss ich nochmal drauf einklüppeln? Ich weiß es nicht. So, wir haben genug Steine. Ich bin auch schneller geworden. Also es wird besser mit dem Bein. Du hast doch deine Steine. Was willst du von mir? Ah, oh, es hat nur gedauert. So, wir machen mal das Fleisch. 18 Stück. Ja, warum nicht? Und einmal Brennstoff verwalten. Ja, wir haben auch genug davon. Keine Ahnung. Verbrennungszeit. Wir machen das. Bind es an. Und wir warten. Wir haben unser Fleisch. Obwohl, kocht das Fleisch schon? Nee, ist ja gar nicht gekocht jetzt, deswegen. So, jetzt aber. Können wir abwarten, während unser Bein heilt. Ich glaube, sonst haben wir halt wirklich auch nicht mehr zu erkunden hier, oder? Wir können eigentlich nochmal ausruhen, aber wirklich dringend müssen wir das nicht. Bin gespannt, ob die Biome, weil die werden ja größer. Wir hatten ja nur Tutorial-Biome. Über die Aussicht genießen. Ob wir dadurch jetzt größere Welten haben und... Also wahrscheinlich. Aber ob da auch größere Gegner und so kommen. Wir können es ja einstellen, wie schwierig das ist. Wir sollten es mal auf Normalstein oder so, nicht auf einfach. Dann können wir Big Bosser treffen. Worauf ich auch Lust habe tatsächlich. Also am Anfang brauchen wir natürlich ein bisschen Zeit, um uns Rüstung herzustellen. Es gibt ja, soweit ich weiß, auch Waffen zum Schießen. Hatten wir das schon... Es gab hier irgendwo doch... Inventar. Nein, Tagebuch. Irgendwo war das doch. Ich weiß es nicht mehr. Irgendwo war doch ein Shop. In dem man gucken konnte. War nicht bei B. War doch da Händler. Also hier kann man Sachen kaufen. Für Essenzen. Komm ich, was wir mit unseren Essenzen kaufen können. Sumpf-Essenzen-Händler. Brauch die blauen. Ich dachte... Wasser mit Wald? Was braucht die blauen? Was braucht denn unsere Essenzen? Aber das braucht besser... Hier. 55. Aber wir können das nicht freischalten. Wir haben doch... Was verbergen? Wir haben doch genug. Wieso können wir das nicht benutzen? Ist der Handel kaputt? Weil wir haben für einige haben wir genug. Ja, unser Essen. Ist das schon alles fertig? Unser... Nee, ist noch nicht alles fertig. Unser Bein ist noch nicht verheilt. Das ist noch dabei? Es ist noch dabei. Ja gut, können wir uns einen Schlafsack einfach bauen und ein bisschen doch noch ausruhen? Wir haben ja eh nichts Besseres zu tun gerade. Ist das, was stand da? Ich glaube, ich würde gerne mal untersuchen oder so. Kann ich nicht. Ich glaube, das Bett ist besser jetzt gerade, weil wir so nah am Feuer sind. Es ist wärmer, angenehmer. Aber jetzt kann sie wieder nicht laufen. Eben konntest du doch laufen. Warst du eben mit Hass erfüllt oder was? Wir mussten Steine sammeln und sie hatte so viel Hass in sich, dass sie plötzlich ihr Bein vergessen hat, das gebrochene. So, wir haben ein paar Stöcke bekommen. So, ich würde gerne noch mehr Stöcke haben. Ja, Gewicht meines Inventars, weil ich 3 Stöcke trage, danke. So, jetzt zurück. Bitte greif mir nicht an, ich kann mir das nicht leisten. Die springen echt gruselig, die Viecher. Da will ich nichts mehr zu tun haben. Ausruhen blockiert. Sie können dieses Bauwerk aufgrund von Umweltbedingungen nicht für ihre Ruhepause nutzen. Was, weil das Viech da hinten ist, oder wie? Oder ist das, weil ich keine Überdachung habe? Weil ohne Überdachung ging das doch eben. Ich kann ja mal eine Überdachung machen. Wir haben ja eh nichts zu tun gerade, außer zu warten. Ich brauche mehr Äste. Und wieder langsam rüber joggen. Wie eine alte Oma, die im Kaufhaus joggt. Oh ja, die alte Henriette, die wartet schon auf mich. Ich bin fast da. Um Gottes Willen. Wenn ich alt bin, werde ich das auch mal machen. Einfach ins Kaufhaus und da lang joggen und so tun, als ob ich keine Ahnung hätte, warum ich das tue. Und einfach alle Nerven, die da arbeiten. Jeden einzelnen Arbeiter.
Ich tue dann so, als ob ich dement wäre. So, haben wir fertig? Kann ich jetzt ausruhen? Ist auch fertig gebaut? Ich glaube, ab und zu hakt das ein bisschen, oder? Ja, ab und zu hakt das ein bisschen. Ja, jetzt können wir auch ausruhen. Das war einfach nur, weil wir keine Überdachung hatten. Wie sieht's mit dem Fleisch aus? Oh, es ist pausiert. Habe ich keinen Brennstoff? Oh, ich habe keinen Brennstoff. Das ärgert mich. Wir können Bauholz nehmen. Warum nicht? Und, das... Verdammt, das haben wir es umsonst gemacht mit dem Zeitvertreib. Wunderbar, unser Bein ist fast wieder heil. Das braucht nicht mehr viel. Wie auch immer, es von selbst heilt, ohne ein Problem, innerhalb von einer Stunde oder zwei. Können wir uns den Sonnenaufgaben angucken? Moment. Ah, jog dahin. Ah, ist ein weiter Weg, okay. Oh ja, ich bin auf dem Weg. Ich bin fast da. Geh nicht ohne mich auf. Oh. Ich sehe die Sonne gar nicht. Aber es ist schön. So geht ein schöner Ausblick. Allgemein, also die Lichteinwirkungen sind sehr schön gemacht in dem Spiel. Der erste Eindruck ist auf jeden Fall ziemlich gut, muss ich sagen. So, es ist mal eine andere Art von Survival Game, nicht dieses typische. Sondern einfach, ich weiß, also es ist trotzdem das typische, ja, aber es wirkt, als ob da mehr dabei wäre, auch mit der Story und alles. Es ist sehr angenehm. Es wird hergestellt. Wir sind immer noch nicht fertig. Wir haben noch Brennstoff. Mein Gott, das braucht ganz schön lange. Das Bein ist fast fertig. Also wenn das Bein fertig ist, dann hören wir, glaube ich, auch mit dem Fleisch, oder? Oder wir lassen es einfach fertig machen. Ne, wir lassen es fertig machen. Dann haben wir genug Essen für eine Weile. Yay, mein Bein ist heil. Ich kann wieder springen. Ich bin keine alte Oma mehr. Ich bin plötzlich 60 Jahre gejüngert. Wenn das mal so einfach wäre. Aber wir können ja schon mal, während das noch kocht, das aktivieren. Mal sehen, was da rauskommt. Ja, die Biomkarten einmal. Was ist das für eine? Eine Schwebekarte. Spielen Sie diese Karte, um eine Welt mit geringer Gefahrenlage zu suchen, die sich für den Bau eines Anwesens eignet. Nicht einmal den ältesten Magikern Nightingales gelang es, den Ursprung dieser Karte zu ergründen. Das auf dem Papier abgedruckte Bild ruft ein Gefühl von tiefster Einsamkeit hervor. Ja, allein schon, weil da ein Blutfleck ist. Bin sehr einsam. Anwesende Fraktion, die Company. Die Company? NPCs und Börsen. Oha, wo landen wir denn? Wilhelmina Sasse. Apex-Kreaturen. Potenzielle Kreaturen. Kanut, Fernschwein. Triad der König, ein Wegwolf. Bisklavret, der Verderbte. Immerharthirsch, Barkov, Ziebenfisch, Bluthorn, Spross. Blott, Nachkomme der Ältesten. Gebundene Bestie, Schädling, Laternenanzünder und Bombardierer. Die ersten sind mir neu, ich bin überrascht. Jo, was kommt da jetzt raus? Ich habe Angst. Remain vigilant while the realms align. Okay. Ich bin wachsam. Ich stehe auf meinem Dach. Was passiert denn? Oh, da kommt was. Bin bereit. Ich habe mein Messer. Was ist das? Mumien? Mumien? Ah! Oh mein Gott, da sind irgendwelche springenden Mumienviecher. Ich stech dich ab! Ich hab genau Ausdauer. Das sind Mumien-Goblins. Ihr seid zu wenig bekleidet. Das ist nicht gut. Es gibt hier Kleiderordnung bei mir, okay? Das habe ich beschlossen. Ich trage auch was. Ich habe Ehre. Komm her. Na komm. Ich stech dich ab. Das war's dann auch wieder mit meiner Ehre. Es wäre nicht so, als ob ich nicht schon vorher Leute von hinten abgestochen hätte. Da war sie eh schon vorbei. Kommt dann noch mehr oder ist es vorbei? Bin ich... War es das? War das die grausamen Bestien, von denen mir erzählt wurde? Nein. Da kommt noch was. Bitte nichts Schlimmeres. Oh, es kommen noch mal dieselben. Okay, Gott sei Dank. Oh, es sind nicht dieselben. Das sind irgendwelche komischen Krabbelviecher. Ich habe Werwölfe. Werwölfe. Wieso bin ich ausgesprungen? Ich bin aus... Ah, ich weiß nicht. Okay. Okay, ich mache nur Ausdauer. Alles gut. Einen habe ich. Na komm her. Komm, trau dich. Was? Oh, 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 das Portal ist fertig, glaube ich. Ja, wir haben es geschafft. Und wir kriegen Borsten von den Viechern. Geil. Wir haben es. Wir haben das Portal besiegt. Sehr schön.
Oh Gott, was geht denn hier ab? Ich möchte kein Strohbopapier haben. Ich gehe lieber. Auf Wiedersehen, Welt. Auf Wiedersehen, Mumien, Goblins. Und hallo, neues Leben. Realmwalker, your path forward is winding and full of terrors. Save yourself. Survive the realms. And rebuild all that has been lost. Werde ich tun. Ich werde eine ganze Stadt aufbauen, in der nur ich lebe. Und vielleicht ein paar NPCs, falls es welche gibt. Ich hoffe wirklich, wir können Leute treffen. Steht da, wenn du zu lange im Sumpfwasser stehen, laufen sie Gefahr, an Sumpfseuche zu erkranken. Oh, es gibt wirklich Krankheiten. Oh nein, da müssen wir auch aufpassen, dass wir, wann wir ins Wasser gehen und wann nicht. Ich hatte gedacht, es gibt keine Krankheiten. Ja, das sind tolle Info, die man bekommt, nachdem uns gerade gesagt wurde, bitte bau die Welt wieder auf und bla bla bla. Und stattdessen kommt jetzt, hey, steh nicht so lange im Sumpf oder du wirst krank. Kriegst Seuche, am besten die Pest noch. Ich meine, ich habe schon Rattenfleisch gegessen, nicht schlimm kann es wirklich werden. Das haben wir schon gelesen. Die Company, ich weiß nicht, was, ob das gut ist. Ich meine, NPCs oder Börsen, kann ein böser NPC sein, kann schlechter sein. Ich bin gespannt, wer Wilhelmina ist. Oh, es ist ein schöner Ort, wo wir gespawnt sind. Das sieht... Hell sieht noch viel besser aus. Tagsüber, der Wald. So, Puck will wieder was von uns. Hi, Puck. Ah, we made it. Ja, wir haben es geschafft. With the byways left behind, your beginnings have ended. I bid you welcome to the Feywilds in earnest. Dankeschön. Oh, ich muss weiter drücken. This realm has long been forgotten by the Fey. Left in limbo. Not unlike you. How fitting. And thus, here is yours to put down roots. Ich find's gut. Wir sind ein vergessenes Adelskind im Wald. Und der Wald ist an sich auch ein vergessenes Mysterium. Also passen wir wirklich perfekt hin, so wie er da schon sagt. But beware. In short time, darkness will descend. And with it, Stygian perils. Laying foundations will keep you intrepid, child of earth. Okay. Ja, ich meine, wir müssen uns sowieso eine Base bauen und alles, aber was genau heißt das mit die Dunkelheit wird sich senken? Wird der Nebel, von dem erzählt wurde, herkommen? Oder Monster? While you play carpenter, there are nooks in these surrounding worlds. Sie können andere Weltwandler in ihre Welt einladen. Sehr schön. Also, zur Not... Was heißt zur Not? Ich könnte tatsächlich auch irgendwann mal Freunde einladen. Das wäre gar nicht mal schlecht, aber fürs Erste gucken wir uns alleine hier durch. Während du dich als Schreiner betätigst, muss ich bestimmte Winkel in der umliegenden Wildnis aufsuchen, um das Wissen zu erlangen, das ich dir zugesagt habe. Okay. Oh, auf Wiedersehen, Puck. Danke für deine Hilfe. So, wir haben jetzt auch die Mission. Besetzen Sie ein Stück Land für Ihr Anwesen. Einen Steinhaufen bauen. Der Steinhaufen ist denn wohl unser, wie eine Flagge. Ich muss sagen, das ist schon ein schöner Ort, wenn diese Klippe hier nicht wäre. Also, wenn diese Steinecke hier nicht wäre. Wir müssen uns also erstmal einen schönen Ort suchen. Dass sie immer rumstehen muss, nur weil es ein bisschen zu schwer ist, was sie trägt, ist ein bisschen nervig. Ich hoffe, wir finden schnell einen Platz. Wir können ja zur Not auch immer umsiedeln, wie wir wollen. Aber so eine richtig geile erste Base wäre schon nicht abzulehnen. Aber ich glaube, so können wir nicht voran. Wir müssen die Steine loswerden. Und das Fell? Die Stöcke? Die sind immer noch zu schwer. Diese verdammten Ziegel. Ach, wir werfen die... Wir machen die Ziegel weg. Ich weiß sowieso nicht, wofür man das braucht. Wir finden es bestimmt wieder. Es war ja relativ einfach zu finden. Ist das ein Wildschwein? Wildschwein! Stech dich ab! Ja, wir haben Wildschwein. Hey, da liegt das Fleisch rum. Ist das eine Opfergabe? Keine Ahnung, wenn es eine ist. Moment, wenn das eine Opfergabe ist bei der Statue, heißt das, hier sind irgendwelche Leute in der Nähe. Oh, ist ein Baby-Wildschwein! Ich weiß, ich bin ein Monster. Aber hey, der hätte das seinem Onkel erzählen können. Denn das wäre gar nicht gut gewesen. Dann hätten sie uns gesucht.
Und aufgespießt. Das war fies. Was ist das denn? Oh, das müssen wir uns angucken gehen. Okay, okay. Also erstmal die Opfergabe klaue ich mir, weil die Götter brauchen das eh nicht. Zweitens, ich sollte direkt was essen, weil die Opfergabe hat dafür gesorgt, dass ich zu schwer bin. Und drittens, was ist das da vorne? Ich will sehen, was das ist. Ich brauche das. Meine Neugierde braucht das. Was ist das? Also hier sind Bären, das ist schon mal gut. Das leuchtet so sehr. Was ist das denn für eine Statue? Wieso leuchtet sie? Oh, hier ist eine Truhe. Leichter Heiltrank. Was ist das? Leichter Krafttrank. Dieses Tonikum erscheint dicht und voller Mumm. Der strenge, erdige Geschmack erinnert an Haferschleim. Ohne Sirup beim Verzehr erfüllt er den Körper mit einem Gefühl großer Kraft. Igitt, Haferschleim trinken. Leichter Verjüngungstrank. Oh, den hätte ich gerne. Genau wie ein Schlückchen Laudanum aus der besten Apotheke Nightingales erfüllt auch diese Tinktur den Körper mit einer überwältigenden Euphorie. Die Schmerzen unterdrückt, die Wunden geheilt und den Organismus mit einem kräftigen Energiestoß versorgt. Das bräuchte echt jeder von uns. Und Infusionen wieder, ein Widerstand gegen Gift, eine bessere aber anstatt die, die wir schon haben. Ich frage mich trotzdem, warum das so leuchtet. Ist hier noch irgendwas? Wir können ja leider nicht springen. Was immer noch ärgerlich ist, dass wir das nicht können. Wenn ich einfach Fleisch esse, geht das denn weg, mit dem nicht springen können? Ich kann nicht mehr Fleisch essen und ich kann auch noch mehr Fleisch aufsammeln. Na toll. Ah, wir sind zu schwer. Es ist so ärgerlich mit dem Schwersein. Das macht es echt anstrengend. Ich hoffe, wir können das irgendwann erhöhen mit dem... Vielleicht können wir uns einen Rucksack bauen oder sowas. Ich hoffe wirklich. Weil ansonsten wird das echt anstrengend, so zu spielen. Ich will auch das Holz und so. Wir haben so viele coole Sachen gefunden. Ich will die nicht unbedingt loswerden. Also wäre gut, wenn wir direkt irgendwo eine Basis finden und vielleicht eine Lagertruhe bauen oder sowas. Was ist das? Was ist das? Oh mein Gott, ich weiß, ich sollte nicht erkunden, aber was ist das? Ich will das sehen. Sieht aus wie, ey, Gras sei nicht im Weg. Ey, Gras ist in meinem Weg. Wenn er oben gucken will. Ist das ein Schiff? Es ist ein Schiffswrack. Ey! Was soll denn das? Frechheit. Was macht denn ein Schiff hier? Gab es hier mal... Oh, da sind Wölfe. Gab es hier mal Wasser? Wieso werde ich denn jetzt von allem angegriffen? Oh mein Gott. Ja, genau. Greif die Wildschweine an. Du guckst mich an. Ich muss einfach auf den Kopf schlagen. Das ist alles gut. Ich kann mich doch nicht mal mehr richtig bewegen. Was soll das? Ja, okay. Okay. Jetzt stelle ich mir gerade alle ab. Ist in Ordnung. Mein Messer ist gleich kaputt. Das kannst du direkt reparieren. Okay, das geht Gott sei Dank schnell. Komm her. Ich steche dich ab. Also, was ist das eigentlich für eine Gang? Seit wann arbeiten Wölfe und Wildschweine zusammen? Was ist denn das für eine komische, gefakte Naturdokumentation? Ey! Es reicht mir jetzt, ne? Wo ist der Wolf? Komm her. Hat weh, hä? Haben wir so viel Fleisch, was wir nicht aufheben können? Ich kann hier auch nicht rüberspringen. Boah, ihr hättet mich gar nicht angreifen müssen. Dann wärt ihr noch am Leben. Oh, das sieht hier hübsch aus. Ein Medizintrank. Übertrieben süß und mit dem Geschmack überreifer Kirschen. Der moschusartige Geruch ist jedoch eine Herausforderung für jeden Magen. Abgesehen vom unerfreulichen Aroma heilt er jedoch zuverlässig die Effekte von Krankheiten und Vergiftungen. Perfekt. Ich wünsche, wir könnten die Truhe einfach mitnehmen. 230, was ist das? Wir haben hier echt irgendeine komische Alien-Technologie. Oh, noch eine Truhe. Was ist das? Ein mittlerer Apramelin-Trank. Derartige Tränke sind eine Weiterentwicklung des mittelalterlichen Apramelin-Öls und dienen seit langer Zeit dazu, die Verträge eines Magikers zu verstärken. Verfügt über eine vollmundige Kräuternote und einen leicht bitteren Geschmack. Und dann noch eine Gewichtskarte. Spielen Sie diese Karte, um den Schaden, den Sie verursachen, und Ihre Erntesammeleffizienz zu erhöhen. Gleichzeitig werden sie schwerer und schränken ihre Ausdauereffizienz ein. Oh, das klingt ätzend.
Diese Karte scheint in jedem Deck schwer zu wiegen und wird unweigerlich herausfallen. Ihre Macht ist unbeschreibbar, wenn auch bedrückend. Ist cool, dass wir die Karten finden. Ist auch cool, dass jede Karte so einen kleinen Negativeffekt hat. Da muss man wirklich immer vorsichtig sein mit dem, was man auswählt. Ich würde gerne keine Architektur finden, okay? Also erst, wenn wir ein Haus aufgebaut haben, weil das anstrengt. Ich will mir alles ansehen, aber wir haben keinen Platz und wir sind schon schwer. Ah, das ist ja furchtbar. Ist hier irgendwas Cooles? Nö. Einmal nach unten. Ja, Auswirkungen eines Sturzes. So hoch war das jetzt nicht. Zur Not baue ich mir hier was auf. Aber mir gefällt dieser komische Strand nicht. Sieht halt echt hässlich aus. Hebt da jemand sein Bein hoch? Das sieht aus wie ein Affe, der sein Bein hochhebt, aber so einen komischen Tentakelbein hat. Sehe ich das richtig? Was ist das? Ich würde gerne hinsprinten, aber ich kann nicht. Ich glaube nicht, dass das ein Affe ist. Jetzt sieht das noch viel verstörender aus. Sieht aus wie ein Gesicht. Was ist denn das? Was ist das? Was leuchtet rot? Das ist so ein komischen... Sag mal, sind die Städte hier alle überwuchert worden schon? Wie alt ist denn das... Wie lange ist denn das her, dass hier Zivilisation war? Eine Bastille des Intellekts. Das ist wahrscheinlich das hier, bevor ich dahin gehe. Ist das die Bastille des Intellekts? Nee, dann ist es doch das da vorne. Solche doch auch blau? Das ist echt cool. Was ist denn das genau? Puzzlecore. Oh. Moment. Ah, also so ein Rätsel. Ist das eine bestimmte Reihenfolge oder müssen wir einfach aktivieren? Ich gucke einfach mal. War das richtig? Oh, okay. Also keine bestimmte Reihenfolge, einfach nur aktivieren. Was? Gunst der Macht? Hä, da stand da eben Durchhaltewelle. Was ist das? Spielerleitung gefallen. Was ist Gunst der Macht? Steht da unten. Gunst der Macht. Die Fae haben ihre Gunst der Wesen. Die Bestien dieser Welten erscheinen so verwundbar und sie wissen, dass sie ihnen mit ihrer neu gefundenen Stärke nichts anhaben können. Oh. Das sind also so Altare, wo wir Kraft sammeln können. Aber die läuft ab unten. Also ist es nur ziemlich kurz. Das heißt, wir müssen sie immer kurz, bevor wir irgendwas machen, abholen und dann ganz schnell dahin. Die läuft ja jetzt schon ganz schnell ab. Ach Gott, ist das also so ein Klatschmoment? Wir laufen hin und dann müssen wir ganz, ganz, ganz schnell das Puzzle aktivieren. Deswegen wahrscheinlich auch kein richtiges Rätsel, sondern einfach nur Aktivierung. Welcher Trank der Rast? Festmahlkarte. Spielen Sie die Karte, um die Effekte einer Mahlzeit zu verlängern, langsamer hungrig zu werden und schneller zu heilen. Also das mit den Altaren finde ich cool, aber ich würde gerne wissen, was... Achso, das ist ein Tier. Ach, was ist das denn für ein Tier? Das sieht aus wie diese Viecher, die wir bekämpft haben. Ja, das ist einer von diesen komischen Goblin-Mumien. Weißt du, dass du hässlich aussiehst? Du und deine Nachfahren oder Vorfahren oder was auch immer alles ist. Okay, was ist das für Baumplatzierung? Was ist der Baum da oben gewachsen? Das ist ein interessanter Baum, muss ich sagen. Ist gewachsen ohne Erde und ohne Wasser. Der ist einfach da oben. Was sind das denn für kleine Tiere? Das hier putzig aus. Und ich höre wieder Wölfe, das will ich aber nicht. Was wird das denn für ein kleines Tier? Och, nicht schon wieder. Warum kommst du denn überhaupt her? Guck mal, ich bin super stark gerade. Also die Macht ist cool, aber sie ist leider schon fast abgelaufen. Da unten sieht man, der Kreis ist schon fast vorbei. Eine Opfergabe. Und ich höre auch schon wieder... Ja, das ist noch so ein Turm. Also wenn das noch... Nee, das ist gar nicht noch so eins, oder? Was ist das? Edelstein. Die Truhen sind cool, aber wenn das noch mal, wenn wir nochmal so ein Rätsel finden, dann werden wir das nicht aktivieren, denn ich würde es mir gerne aufsparen. Ich würde es mir gerne aufsparen für Momente, wo wir das wirklich brauchen. Wo uns das von Nutzen sein kann. Und nicht einfach nehmen, weil wir das gerade nehmen können. Obwohl ich glaube auch, das macht gerade nichts. Ich weiß nicht, warum die leuchten. Irgendwas können wir damit machen. Aber gerade aktuell jedenfalls nicht.
Ich finde auch die Architektur an sich. Das sind noch zwei Türme, ne? Ja. Die Architektur an sich ist auch ganz schön. Vogel. Das ist doch seltsam. Irgendwas war hier ja mal, was sehr fortgeschritten war. Das waren doch keine Menschen. So, wir sind ja eher in der Vergangenheit, oder? Ich weiß es nicht. Also von der Kleidung her sind wir in der Vergangenheit. Aber von den Gebäuden und so sind wir das ja nicht. Also kann ich das nicht einschätzen. Ist das hier? Was ist so ätzend, so langsam zu sein? Erstmal noch ein Stück Fleisch essen. Auch wenn es fast voll ist. Können wir irgendwo rein? Ah, hier ist eine Höhle. Können wir uns hier ein Haus aufbauen? Moment, ich höre was. Hey, ich höre was. Ich höre einen Codex. Ja, ein Codex. Ja, ich wusste es. Hoffnungsecho. Von Vorarbeiter Matthew Rotherick. Nicht kategorisierte Schweberwelt. Der Versorgerkraftort. Betreffend Ausgrabungsfeldbericht. Am 29. Juli 1884. Die Ausrüstung ist in hervorragendem Zustand eingetroffen. Es fehlen keine Artikel. Da ich erst kürzlich den Posten meines Vorgängers, Vorarbeiter Clem, eingenommen habe und dies meine erste Operation ist, habe ich beim Auskundschaften des Gebietes keine Mühen gescheut. Die letzte Besatzung konnte nur einen kleinen Teil der Anlage freilegen und es wird erheblicher konstruktiver Verstärkung bedürfen, damit das Gebiet von unseren Maschinen durchquert werden kann. Eine magikale Barriere, die in ihrer Art mit der anderen Orts angetroffenen übereinstimmt, wurde teilweise ausgegraben, woraufhin ein darunterliegendes Tunnelnetzwerk zum Vorschein kam. Wenn man den Berichten eines Weltwanderers von meinem letzten Posten glauben kann, müsste die Barriere passierbar sein, wenn sie zuerst größere Teile freigelegt wurden, okay? Ich beantrage die Neuzuordnung der ehemaligen Mitarbeiterin Eta Bergmann bei nächstmöglicher Gelegenheit. Wir beginnen bei Sonnenaufgang mit Grabung und Bewährung. Ein königliches Telegramm. Ich frage mich, was sie da gefunden haben. Also, was in dem Tunnelsystem. Haben sie das jemals fertigstellen können mit der Grabung? Spielanleitung Feinde bezwingen. Also das ist dann wahrscheinlich hier, ne? Hier ist ja eine Höhle. Oh Gott, die Musik wird aber auch gar nicht gut gerade. Sollte ich weitergehen, wenn die Musik so ist? Das klang ja furchtbar. Hallo? Werde ich sterben? Das ist die Barriere, von der gesprochen wurde. Kann ich da durch? Also ich meine, ich kann da bestimmt nicht einfach durch, aber... Oh. Ich werde einfach weggeschmissen. Sind das Dungeons? Also wir kommen da nicht rein, aber sind das Dungeons? Die Musik ist ganz schön brutal. Ich habe das Gefühl, da erwartet uns nichts Gutes unten. Ich weiß nicht, ob ich da reingehen wollen würde, ganz ehrlich. Vielleicht die Gleisen von hier oben. Ich frage mich, wie wir da reinkommen. Ich meine, es hieß, wenn man mehr freilegt, aber... Was genau? Freilegen? Wir haben ja keine Option, irgendwas freizulegen. Können wir da auch reingehen? Mann, es ist so nervig mit dem Gewicht. Ah, ich schmeiß gleich echt das Leder weg. Das ist ja zum Kotzen. Dass man so wenig Startgewicht hat, ist ein bisschen ärgerlich. Ich hasse das, wenn man so wenig hat. Da kommen wir nicht rein, nur wenn wir hüpfen. Wir sind... Oh, ich habe schon wieder Wölfe. Wir müssen noch zu den beiden Türmen gehen. Gucken, ob wir da irgendwas finden können, ob wir da reingehen können oder so. Weil von hier aus kommen wir nicht da unten rein. Ich denke mal auch, die Dungeons werden bestimmt ab irgendeiner bestimmten Stufe freigeschaltet oder durch irgendein Ritual. Irgendwas müssen wir dafür machen. Was ist jetzt die große Frage, aber... Oh, nass, es fängt an zu regnen. Einmal unser Regenschirm. Die gute Mary Poppins. Oh mein Gott. Okay. Die Musik ist fürchterlich. Hätte sich nichts Leichteres aussuchen können für außerhalb des Dungeons? Wenn es überhaupt ein Dungeon ist. Das klingt erschreckend. Ehrlich gesagt finde ich das wirklich sehr erschreckend. Vor allem, das kommt aus dem Nichts. Truhe. Da fängt plötzlich irgendeine Musik hardcore an. Tapferkeit, Kraft,
Tempo, Gewicht. So, schließen. Wir gehen wieder nach unten. Da war nichts weiter. Nur ein bisschen looten und die Musik eskaliert schon wieder. Ist ja okay. Wir gehen ja schon, okay? Musik. Wir haben uns die Türme angesehen. Hier ist nichts, was wir tun können. Noch nicht. Oh Gott, da ist ein Riesenschädel. Wir gucken uns das jetzt... Ich will mir das angucken, aber... Ich halte das langsam nicht mehr aus. Mit dem langsam gehen. Wir müssen uns irgendwo eine Basis aufstellen. Ich würde sie hier aufstellen, aber die Musik ist mir dafür zu anstrengend. Ich will nicht durchgehend diese Musik haben. Ich glaube, ich werfe das Leder weg. Und es hilft nicht. Die Zinnbarren, ich weiß nicht, wie leicht wir sie herstellen können. Aber ich denke mal, wir können das später auch herstellen. Also werfen wir sie auch weg. Also wir extrahieren sie. Ich will endlich mal wieder... Ja, wir könnten... Ich weiß nicht mal, ob wir hätten schwimmen können. Mit... Da läuft schon wieder was rot. Mit diesem Gewichtproblem. So, Spielanleitung nass. Ja, das muss ich... Warum... Ist das wegen der Strömung oder warum sind wir schief? Ich glaube, das ist wegen der Strömung. Und ich habe ein Problem, weil ich weiß nicht, ob wir das dadurch... ans Ufer schaffen rechtzeitig. Wir ertrinken sonst, oder? Oh ja. Oh mein Gott. 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 Komm schon. Komm schon. Lass uns rennen gegen die Zeit. Schwimm schneller. Schwimm schneller. Wer hat dir denn das Schwimmen beigebracht? Schwimm schneller. Komm schon. Komm schon. Oh. Oh, das war knapp. Wir sind fast tot. Komm, iss Fleisch. Das macht's besser. Okay? Weißt du, was war fast am Ertrinken, aber das macht's besser. Oh, ich bin fast wieder da rein. Okay, okay, alles gut. Wir sind zwar fast ertrunken, aber alles gut. Das hätte nicht unser erster Tod sein dürfen.